Heute gibt es ein Arbeiterschnitzel mit Rücklicht. Du weißt nicht, was das ist? Bleib doch einfach dran. So, als erstes machen wir uns einen richtig schönen Möhrensalat. Ich habe hier eine Möhre schon mal. Nimm die Reibe und reiben uns das richtig gut fertig. Insgesamt habe ich ein Kilo, was ich jetzt noch reiben werde, aber so lange wollt ihr mir noch nicht zugucken, oder doch? Ich mache das schnell fertig. Der Möhrensalat ist geraspelt. Als nächstes brauchen wir noch Apfel. Da haben wir einen ganzen. Den mache ich schnell fertig. Apfel ist reingerieben. Als nächstes kommen unsere nächsten Zutaten. Ihr nehmt eine halbe Zitrone, ausgepresst. Und dann, das ist natürlich Geschmackssache. Erstmal nicht so viel Zucker. Das Ganze durchmengen. Und dann ist es wichtig, dass ihr immer mal ein bisschen, wenn das Ganze richtig durchgearbeitet ist, mal probiert. Der eine mag es ein bisschen süßer, der andere nicht so. Und so trefft ihr nachher den richtigen Geschmack. So, das Ganze gut durchgearbeitet. Ich bin am Probieren. Ja, da fehlt noch ein bisschen Zucker, seht ihr? Und das müsst ihr dann auch natürlich abschätzen können, was so der Geschmack von euch oder eurer Familie ist. So, nochmal eine Verkostung. Perfekt, schön saftig, so soll es sein. So, Vorbereitung für den Möhrensalat abgeschlossen. Schmeckt saulecker. Den habe ich jetzt erstmal im Kühlschrank reingemacht. Ich habe hier einen wunderbaren Leberkäse. Freunde, da schneiden wir uns richtig schön drei Scheiben von ab. Mensch, die fallen ja wunderbar. Wie im Film. So, die drei sind fertig. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum wir hier drei leere Schalen haben. Mit nichts. Bleibt dran, ich fülle die gleich. Schale 1, Mehl. Schale 3, etwas Paniermehl. Und Schale 2, natürlich zwei Eier von glücklichen Hühnern. Spaß muss sein, liebe Freunde, natürlich. Es ist eine Panierstraße, ne? Das Ganze panieren wir jetzt hier. Richtig schön ein bisschen andrücken, einmal klopfen, ne? Durch Eichen, einmal durchziehen und bitte beim Paniermehl nur kurz einditschen, ganz leicht klopfen, zart. Ne? Ich hätte beinahe was gesagt, das behalte ich für mich mit dem Klopfen und dann legen wir das ab. So, das machen wir natürlich dreimal in Folge. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wo bleiben die Rücklichter? Ja, die habe ich mir schon hingelegt. Lasst euch überraschen. Es geht den Rücklichtern gut und die funktionieren am Ende auch. Ihr wartet bestimmt auf das Rücklicht. Das ist es bestimmt nicht. Bleibt dran. Ich zeige euch heute auch gleich nochmal einen schönen kleinen Spiegelei-Trick dazu. Fettet ihr die Pfanne erstmal richtig schön ein. So. Und dann, die Pfanne ist nicht heiß, sie ist kalt. Und nun kommen unsere Spiegeleier in die Pfanne. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Hätte auch kaputt gehen können, ne? Muss man immer aufpassen, ne? Schön mit Gefühl. Klack, schlage ich dich auf und gelingt der dritte Versuch. Herrlich, ja. Und so bleiben unsere Spiegeleier nämlich schön weich und fluffig und wir schalten jetzt die Pfanne ein. Als nächstes kommt unser Leberkäse in die heiße Pfanne. Oh, gerade richtig gut erhitzt, ne Tim? Schön sanft immer an die Marie, ne? Nicht immer Vollgas. Nicht immer Vollgas. Ist nicht immer gut, ne? Gibt unter anderem einen Strafzettel. So, bist du hier drüben mal bei den Eiern? Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Nur mal so nebenbei. Wir sind nicht verrückt. Wir zaubern euch bloß ab und zu auch mal ein richtig schönes Lächeln ins Gesicht. So, zwei habe ich schon umgedreht. Jetzt kommt Nummer drei. Ah,
Goldgelb, so wollte ich es haben. Wunderbar. Timmy, die Eier noch mal kurz. Jawohl. Wunderbar. Wie gemalt. Leberkäse fertig, Eier fertig. Aber nun stellt sich die Frage, was ist das Arbeiterschnitzel mit Rücklicht? Hier ist unser selbstgemachter Möhrensalat, hier ist unser Arbeiterschnitzel und hier ist das Rücklicht. So soll es natürlich sein. Super lecker, kann ich euch nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal, die Mecklenburger Kochbuben.